Hi Gude, ich möchte mich heute mal vorstellen. Ich bin die Bambi von Bambletown. Ich komme jetzt jede Woche hier auf die Seite. Wir sehen uns also jetzt ein bisschen häufiger. Ich will euch immer einen schönen Spruch mit auf den Weg geben für die Woche. Vielleicht versüßt das ein bisschen den Tag oder auch die Woche. Ja, also Leute, wir hören uns wieder. Passt auf euch auf, das Wetter ist noch schlecht. Macht's gut, man hört sich. Servus, grüßt euch, hier ist die Bambi. Eieiei, das war ja kalt in der letzten Zeit. Da musste ich mir das Mütze kaufen, gell, und die Ohrenschützer, dass der Bosskopf nicht kalt wird. Stöffsche. Soll zwar kalt gedrungen werden, aber so kalt ja nicht. Und, wie seid ihr so durch den Schnee gekommen? Ich hab ganz schön geschippt und gestreut. Jetzt dürft die Sonne mal wieder scheinen, gell? Naja, aber das wird noch ein bisschen dauern, deshalb passt schön weiter auf, dass nichts passiert. Und wie ist so der Montag? Na, ich verstehe, wie jeder Montag, gell, ein bisschen schwierig. Deswegen gebe ich euch noch einen kleinen mit auf den Weg, einen kleinen Witz. Geht der Vater mit seinem Sohn in den Zoo, sagt der Kleine. Papa, Papa, das ist aber ein hässlicher Gorilla, sagt der Vater. Bub, sei still, wir sind doch erst an der Kasse. In diesem Sinne, eine schöne Woche noch, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö, macht's gut. Morsche! Ja, die Woche ist leider schon wieder im Anfang, gell? Das Wochenende ist rum. Ist immer kurz, was will man machen? Ich schlafe heute auch nicht so rund. Ich habe schon wie viel de Kaffee, noch einer mehr und ich habe die Blutgruppe Arabica. Aber egal, durchhalte. Und kalt ist es ja immer noch, furchtbar. Man kann immer noch nur dick eingepackt und mit Mütze auf die Gas. Aber was will man machen? Und aufpassen muss man auch noch. Naja, aber guck du mal abends raus. Das ist schon länger hell. Wir gehen in Richtung Frühjahr. Und ansonsten, gut, die Woche steht am Anfang. Da können wir nichts machen, müssen wir durch. Wie gesagt, Kopf hoch und macht's euch halt abends schön. Macht einen Schoppe auf, macht ein bisschen Couching, relaxt schön. Oder geht mal um die Häuser und esst ein schön Rippchen mit Kraut. Dann geht die Woche schon rum. Und damit's noch ein bisschen besser läuft, hier ein kleiner für auf de Weg wieder, geht ein Mann auf den Markt, wenn die Männer schon einkaufen gehen. Also der Mann geht auf den Markt und sagt, ich hätte gern 2 Pfund Tomate. Sagt der Händler, das heißt Kilo. Sagst du mal noch, komm, nimm mehr Tomate. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns, die Woche geht rum. Tschö. Morsche, servus. Ich hoffe, es ist alles klar bei euch. Keiner hat einen Schnuppe oder einen schlimmen Husten. Und wenn doch, gute Besserung. Trinkt einen heißen Appleboy. Haseäppler hilft. Was regt denn euch so auf im Fernseher? Man kann ja bald nichts mehr gucken. Es geht ja nur noch um den Trump. Naja, muss ich halt auch noch eine Kleinigkeit dazu sagen, gell? Ich habe mich extra ein bisschen zurecht gemacht dafür. Erst mal eine Frage an euch. Wisst ihr, mit was der jetzt fliegt, seit er Präsident ist? Wisst ihr's? Ah, mit der Air Force One. Nee, was mich wirklich ärgert ist, ei, da hält er nichts von der Schulhochzeit, will sie sogar verbieten, gell? Aber Hochzeit mit dem adelreichen Kerl und der Jungfrau, die findet er gut. Die findet er ganz natürlich. Wie heißt denn seine Frau noch? Naja, Trump hinne, Trump vorne und so weiter, immer Trump. Aber hallo, Petro und Sarah sind getrennt, Albano und Rubina Power singen wieder zusammen, das Dschungelcamp lief die ganze Zeit, wir haben einen König und da waren lauter faire und harte Leute drin. Ja, das sind die wirklich wichtigen Themen. Ja, und hier in Manhattan natürlich, wirklich wichtig, die Eintracht, unser Adlerbube, die haben gewonnen. Wir sind am dritten Platz in der Liga. Also schön weiter die Daumen drücke für die Bube. Naja, jetzt nochmal zum Trump. Wenn der Präsident werden konnte, ist das nicht so unrealistisch, dass ich Prinzessin werden kann. Und Bambletown und Manhattan, der Nabel der Welt. Warten wir es mal ab. Also, schöne Woche noch. Wir hören uns wieder. Macht's gut. Kopf hoch. Tschö. Servus, Morsche. Ja, ich sehe heute mal ein bisschen anders aus. Ich gehe auf eine Faschingssitzung und da muss man sich ja ein bisschen verkleiden. Nicht viel, aber ein bisschen schon. Gefällt's euch? Ja, habt ihr auch schon ein schönes Kostüm? Die Tage kommen ja jetzt erst, die Faschingstage. Also sucht euch auch was Schönes aus, damit ihr auch ein bisschen fortgehen könnt und feiern. Ja, ich versuche jetzt auch wieder den Montag rumzukriegen, wie ihr alle, gell? Ich habe ja eigentlich heute auch sehr viel vor. Aber nun ja. Da habe ich halt morgen viel vor.
In diesem Sinne, gell, lasst langsam angehen, es brennt nix an, ihr könnt auch schön langsam machen. Ich gebe euch wieder einer mit auf den Weg, ein kleiner Witz. Steigt die Frau mit ihrem kleinen Kind auf dem Arm in den Bus, sagt der Busfahrer. Oha, das ist aber ein hässliches Kind. Die Frau völlig verstört und auch ein bisschen aufgeregt, geht sie still auf den Platz. Ein Mann hat es gesehen, gell, geht auf sie zu und sagt, kann ich Ihnen helfen? Ist was passiert? Die Frau, immer noch ganz aufgeregt, sagt zu ihm, ja, der Busfahrer, der hat mein Kind beleidigt. Sagt der Mann, das geht nicht. Da müssen Sie was machen, gehen Sie vor und beschweren Sie sich. Ich halte so lange Ihren Aff. Also, meine Lieben, Kopf hoch. Es geht immer weiter. Wir hören uns auch nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Ist mal wieder Montag. Fangt am besten an mit ein, zwei Diebscher Kaffee und ein Brezelchen knabbern. Da kommt mir gut auf die Fies für den Anfang. Ich hab's auch so gemacht. Morgen ist ein wichtiger, romantischer Tag, der Valentinstag. Männer, nicht gleich aufgeben, nicht den Kopf hängen lassen. Macht euch ein paar Gedanken. Nicht nur ein paar Wim oder ein paar Blumen. Nee, mal einen schönen romantischen Brief geschrieben. Ja, aber nicht über WhatsApp oder ein Foto in Facebook gepostet. Nee, auf ein Blatt Papier. Ein Herzchen dazu, das freut uns. Ich habe ja schon ein bisschen Inspiration um mich rum geschaffen, gell? Und Ladies, jetzt nicht lachen, auch Männer wollen nicht nur Socke und Unterhose. Macht euch auch ein paar Gedanken. Wie wär's? Ein schönes Candlelight-Dinner, ganz aller hergerichtet. Das gefällt sicher auch den Männern. Also, in dem Sinne feiert schön euer Liebe, Mäue. Und natürlich nicht nur Mäue, sondern das ganze Jahr, aber besonders Mäue. Jetzt will ich noch einer loswerden. Das Derby letzte Woche. Darmstädter Lilien, Frankfurter Eintracht. Schönes Spiel, ich mag die Lilien ja. Aber mein Herz schlecht für die Eintracht. Adlerbube, ihr habt gewonnen, jawohl. Was ist das mit den Hooligans? Immer nur noch Klopperei und Knüppelei. Kerle, Leute, macht euch mal einen Kopf. Das bringt's doch nicht. Bald dürfen wir in kein Stadion mehr. Also, Moje kann man mal drüber nachdenken. Es ist nicht nur der Tag der Liebenden. Kann man auch über sich selbst mal nachdenken, wenn man so um sich rum hat und ob man die Welt ein bisschen besser machen kann. Nicht immer gleich knüppeln, setzt euch zusammen und die Erwachsenen trinken Boskop Soda oder Schöpfchen. In dem Sinne, schöne Woche noch. Macht's gut. Tschö. Servus, Mosche. Na, wie geht's euch heute früh? Also ich bin langsam ein bisschen mitgenommen, deswegen habe ich eure Brille auf. Die ganze Faschingsfäde und Sitzungen, es wird geschunkelt, es wird getanzt, ein bisschen auf den Tisch rumgehüpft, hier und da ein gespritzter Appleboy oder sogar ein Wembelchen und ein Schöpfchen, mal ein kleiner zwischendurch. Oh, da kommt mir nur sehr schwer in die Woche hin. Naja, und die Faschingstage, der Rosenmontag und so, das kommt ja alles erst noch. Für den Kopf, ehrlich, da sind die Schöpfchen und die Bämbelchen nicht so gut, die sind echt hart. Naja, was soll's, muss ja weitergehen. Aber was ich euch fragen wollte, habt ihr schon mal den Bachelor gesehen im Fernsehen? Kerle, wie der mit seiner Rose vor der Frau herumfuchtelt. Wir haben uns früher in der Disco kennengelernt. Ja, da gab's Karos und es hat auch geklappt. Also Sache gibt's im Fernsehen, es wird immer schlimmer. Na, jetzt haben wir auch noch Montag, ist auch schlimm genug. Vielleicht geht's dem einen oder anderen so wie mir heute. Dann kann ich nur sagen, Kopf hoch, wir kommen da durch, der Montag geht auch rum, trinkt ein, zwei Tippchen Kaffee, kommt ein bisschen besser auf die Feed erst einmal. Und naja, für die Woche gebe ich euch wieder einen kleinen Witz. Eine Kinokasse, junge Pärchen. Er sagt zum Karteverkäufer, zwei Kinokarte bitte. Der an der Kasse, für den Hobbit, sagt der Typ, das ist eigentlich meine Freundin. Also, meine Lieben, schöne Woche noch, wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschö. Moin, ihr Lieben. Alle hopp, ahoi, ala, fellau. Oder wie das auch immer bei euch heißt. Auf jeden Fall ein ganz schöner Rosenmontag. Sicher aber einige von euch freigenommen, sind wie ich ins Kostüm hineingehüpft und ab auf die Züge. Richtig so. Genießt es, das ist eine schöne Zeit. Da kommen viele Menschen lustig zusammen. Man kann ein bisschen zusammen schungeln, ein bisschen tanzen und auch mal einer zusammen trinken, vielleicht auch ein Bämbelchen. Auf jeden Fall seid alle nett miteinander, feiert schön und lasst dann das Auto stehen, gell? Ich war gestern in Manhattan auf dem Zug. Schöne Stimmung hatte man. Ich war da an der Promi-Tribüne, wo der OB auch immer ist. Habt ihr mich gesehen? Nett? Schade. Naja, egal jetzt. Lasst gerade bei guter Stimmung, egal wo er feiert. Ich gehe jetzt erst wieder heute Abend weg. Jetzt habe ich ein paar Kräbel und guck mir die Züge im Fernsehen an. Hier jetzt ein kleiner Witz
für die, die daheim bleiben müssen, gell, oder die, die arbeiten müssen. Ein Frankfurter spaziert am Mahnufer entlang, da sieht er, wie einer aus dem Main säuft. Da ruft der Frankfurter, ey, bist du bekloppt, aus der Chemiebrühe zu saufen? Davon kriegst du kurze Arme und fällst um. Der Fremde blickt langsam auf, hat einen FC Bayern-Schal an und sagt, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht. Sagt der Frankfurter, trink langsam, Junge, das Wasser ist kalt. Also, feiert schön, macht's gut, bis nächste Woche. Tschö. Servus, Mosche. Na, seid ihr wieder fit? Habt ihr den Faschingstag gut überstanden? Ah, ich noch nicht so ganz. Ich brauche ein Tippchen Kaffee mehr heute als sonst. Aber ist ja egal, trink ich halt ein Tippchen mehr. Aber hast du mal morgens die Fäden zwitschern und es ist viel früher hell. Der Frühling kommt. Geht's aber doch gleich viel besser. Ah ja, und die Schneegletscher blieben auch schon wieder. Ist das schön. Aber habt ihr das gehört? Die wollen die Autobahnkreuze verbreitern. Ja, das Offenbacher, das Wiesbadenes, Nordwestkreuz Frankfurt und so ein paar anderen. Ja, grundsätzlich finde ich, ist das eine super Idee. Mir stehe ja der E-Blät rum, morgens und abends. Aber wenn sie alle Glasstadien in Angriff nehmen wollen, da wird's ja noch blöder, stehen wir noch blöder rum. Das wäre nicht so gut. Aber ändern können wir eh nichts. Also warten wir es mal ab. Jetzt müssen wir erstmal durch die Woche durch. Deswegen wieder ein kleiner Witz. Die Anna und Alfred gehen spazieren. Muss die Anna niesen und das Gebiss sieht in den Gulli. Sie nuschelt, Alfred, mein Zeh sind fort. Der Alfred sagt, sei ruhig, wir machen das, wenn's dunkel ist. Als dunkel ist, geht sie da wieder hin, der Alfred hält den Gullideckel hoch und die Anna wielt in den Brie rum. Ganz Zeit vergeht, aber zum Alfred zu viel, dann sagt, ei, was ist denn jetzt mit deiner Zeh? Hast du das Gebiss gefunden? Sagt die Anna, zwei habe ich schon probiert, aber ganz davon war meins. Also, eine schöne Woche noch, wir hören uns wieder. Tschö. Servus, Mosche, hier ist wieder die Bambi. Jetzt kennen wir uns schon 10 Wochen. Ei, das ist schön, das ist richtig Mini-Jubiläum. Ei, ich hab mich schick gemacht und will mit euch anstoßen, gell? Mit dem Boskop Soda, also mit dem Äpple aus dem Bämbelsche. Prost! Ja, und zum Anlass wollte ich es nämlich mal zu fragen, was ist aus euer Vorsatz geworden zum neuen Jahr? Habt ihr so umgesetzt? Hat's geklappt? Oder seid ihr noch dran? Ei, wenn jetzt, möchte doch nix. Nehmt das nächstes Jahr wieder. Ich habe ja nur einen Vorsatz. Ich möchte viele Leute kennenlernen, auch außerhalb Hessens. Ich möchte mal zeigen, wie schön unsere Sprache ist. Wie schön mein Hedden und Umgebung ist. Wir haben ja nicht nur den Bämbel und den Appleboy und Ripscher mit Kraut. Nee, wir haben auch so Sachen, so wichtige, wie die Eintracht Frankfurt, unser Adlerbube und vieles mehr. Wir hören uns montags und dann lernen wir uns besser kennen und ein paar neue Leute lerne ich sicher auch noch kennen. Ich will auch mal hier an der Stelle sagen, ich freue mich wirklich sehr über jeden, der mich anklickt und teilt. Ganz schön ist das. Danke. So, ihr Lieben, jetzt lasst die Woche schön langsam angehen, es rennt nichts fort. Hier wieder ein kleiner Witz für die Woche. Meine Damen und Herren, sagt der Chef auf der Betriebsversammlung, ich habe nichts dagegen, wenn es hier geteilte Meinungen gibt. Wir machen das deshalb so, dass ich eine Meinung habe und diese teile. Manchmal ist das so. Deswegen sage ich, lieber zu viel gegessen als zu wenig getrunken. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder. Tschö.